Hallo liebe Freunde, heute habe ich das Aukitel K4000 in der Hand. Ihr habt ja sicherlich mein Review zum Unboxing schon gesehen, deshalb will ich jetzt hier nicht so sehr auf das Detail des Handys noch eingehen. Es ist ein gefälliges 5 Zoll Handy mit einem umgehenden Metallrahmen. Der Hersteller wirbt mit diesem Display, das ist ja, er hat eine spezielle Beschichtung. Und da wir den Hersteller vertrauen, ziehen wir jetzt einfach mal diese Verkaufsschutzfolie runter und schalten das Ding ein. Ja, schon ist es da. Wir müssen das natürlich noch entsperren. Das ist die SIM-Karte, die sich hier meldet. Und schon sehen wir die Oberfläche des... Tweets. Es ist ein sehr einfacher Launcher umgesetzt. Der hat hier sozusagen zwei Home Screens zurzeit. Der erste ist der Standard-Home-Screen. Den zweiten habe ich schon vorbereitet für unsere Demo. Den klappern wir dann mal gemeinsam ab. Wir haben natürlich auch einen Up Drawer. Hier seht ihr die verfügbaren Anwendungen, die das Handy im Moment installiert hat ein Großteil dieser Anwendungen waren schon anfänglich installiert. Ein Teil habe ich jetzt dazu gesetzt, weil wir ja dieses äh, Review gemeinsam absolvieren wollen. Ja, was gibt es noch für Besonderheiten bei dem App an auf sich überhaupt keine. Ihr seht, wenn man die Home Taste berührt, den Schirm berührt, findet man also das Einstellungsmenü. Man kann also jetzt die einzelnen Schirms konfigurieren mit Widgets oder eben mit einer Anwendung eurer Wahl. Wichtig sind immer die Einstellungen und die werden wir jetzt versuchen zu erreichen. Die Einstellungen erreicht man auf verschiedene Wege. Ein Weg ist, indem man dieses Short-Menü nutzt. Das heißt, also ihr zieht das Ding runter, ihr seht hier die Messages, zieht es nochmal runter, hier seht ihr diese Einstellungen die man nutzen kann, um ganz quicky etwas zu verändern. Und hier oben befindet sich also dieses kleine Zahnrad und schon ist man in den Einstellungen des Handys, der Firmware. Da gibt es keine Besonderheiten, das ist also ein ganz normales Android 5.1 Einstellungsmenü, nicht etwa customized oder verändert. Deshalb werde ich jetzt auch nicht in die einzelnen Einstellungen gehen, sondern wir gehen einfach mal zur Info über das Telefon in diesen hier unten befindlichen Menüpunkt. Das heißt also über das Telefon. Wir schauen mal nach, was wir einmal sich vor uns haben. Wir haben hier das K4000 vor uns, die Android Version 5.1. Alles andere sind interne Angaben zur Firmware. Wir haben also einen RAM zur Verfügung von etwa 2 GB. Die Diagonale des Bildschirms sind 5 Zoll, also 5 inch die Bildschirmauflösung ist 1280 x 720, also eine HD-Auflösung. Hier Angaben noch zur Kamera: 13 und 8 Megapixel. Aber diese Angaben kennt ihr ja meistens schon, weil ihr habt euch das Ding ja äh, gekauft und wollt wissen, was kann ich denn verändern. Als erstes ist immer toll wichtig. Wie geht es an und für sich der, der Software? Also wer bisher gewohnt war, die Aktualisierung innerhalb dieses über das Telefonmenü zu finden, den muss ich diesmal enttäuschen. Dieses Menü befindet sich nämlich hier in den Anwendungen. Hier oben seht ihr dieses System Man muss natürlich mit den WLAN verbunden sein. Man kann jetzt also prüfen, gibt es neue Firmware. Nein, es gibt keine neue Firmware. Ich stelle euch also im Moment das aktuelle System vor. Dann schaue ich immer in äh, das Einstellung des Displays, weil das sind oftmals interessante Dinge zu finden. Ist das ein Wireless-Display? Kann ich also den Inhalt meines Displays übertragen auf andere Wireless-Bildschirme, die im Netz stehen? Scheint hier nicht der Fall zu sein. Außerdem finden wir auch keine weiteren Einstellungen. Hier dieses adaptive Menü, das solltet ihr schön nutzen auf adaptiv stellen, dann die gewünschte Helligkeitsstufe dazu einstellen, damit könnt ihr eine ganze Menge Energie sparen. Also ihr seht, das Display hat auch nicht die gesuchten Einstellungen, die ich euch zeigen will. Wir verlassen das deshalb, also der Hersteller hat einige diese Dinge als ab Hinterlegt, nämlich diese Einstellung ist nun gerade für uns die gesuchte. Das Wichtige, welche Möglichkeiten des Smart Wake-up habe ich und welche Möglichkeit eines Gestorings habe ich. Hier findet ihr die volle Palette. Ja. Allerdings alles in Englisch sollte aber den einen oder anderen nicht daran hindern, das zu verstehen. Hier könnt also durch bestimmte Gesten bzw. durch bestimmte Zeichen auf dem Bildschirm Applikationen erreichen. Wichtig ist, haben wir hier auch einen Double-Weck-Up-Screen. Haben wir dadurch auch. Werden wir gleich ausprobieren. Das heißt also, ich kann mithilfe dieser Gesten hier bestimmte Anwendungen erreichen. Ja. Beziehungsweise ich kann mit einem double touch das Display wieder zum Leuchten bringen. Wichtig ist es zu wissen, also diese Einstellungen sind extern. Ja Leute, mehr sage ich zu den Einstellungen. Nie. Wir wollen uns ein bisschen an die Nutzung des Handys herantasten. Ich habe hier ein Menü vorbereitet, das gehen wir einfach mal durch. Da ist natürlich der Antutu Benchmark test immer derjenige, die man gern nutzt, um das Telefon äh, den Leuten etwas näher zu bringen. Ich habe den Test natürlich schon laufen lassen. Wir gehen einfach mal in die Historie. Ihr seht, hier habe ich also etwa knapp 20.000 Antutu Punkte erreicht, ist natürlich sehr sehr wenig, erinnert uns an eine Prozessorenklasse die es also vor vielen Jahren schon bei MTK gab, aber das ist auch nicht das Ziel hier Performance einzuhauchen. Nein, dieses Handy richtet sich mehr an die praktischen Nutzer. Und ihr seht ja auch schon diese 32 bittige Umsetzung mit einem 64 bittigen Sock ist natürlich auch nicht so das, was man gern möchte. Ich starte noch einmal den Test. Ich melde mich wieder, wenn der Test durch ist. Ja, jetzt haben wir den Antutu Test Zeit gegeben zu Ende zu kommen. Ihr habt gesehen, er kommt wieder so etwa mit knapp 20.000 Antutu-Punkten zurück. Wir schauen uns das Detail mal an. Ihr seht, mit diesem Wert kann man natürlich jetzt keine hochperformanten Sachen anstellen. Das ist auch nicht die Zielgruppe dieses Handys. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen in den Infos um. Als erstes fällt auf, der Sorg MT6735P bedeutet, er ist mit der untersten möglichen Frequenz getaktet, also mit knapp 1 GHz, ist aber ein 64-bitiger Sorg, der Leiter mit einer 32-bitigen Android-Umsetzung arbeiten muss. Das ist natürlich irgendwie für mich ein großer Widerspruch. Alles andere ist nicht überraschend. Die Displayauflösung, die ihr seht, die angegebene 13 Megapixel Hauptkamera, das ist interpoliert, sage ich schon mal so. Hier nochmal die Angaben eben zu den von mir genannten SORG. 64-bitig SORG. Äh, getaktet mit knapp 1 GHz, Hat insgesamt vier Kerne. Diese Mali T27 ist eben auch an Preisklasse des Handys angepasst. Die T700. Mehr ist hier sozusagen nicht so toll interessant für die meisten Anwender wichtig ist eben hier noch es sind insgesamt drei Sensoren umgesetzt minimalistische Umsetzung ja reicht aber für die meisten Anwendungen aus Soweit zum Antutu viel interessanter ist dieser Antutu Video Test den habe ich natürlich jetzt auch schon mal laufen lassen ich zeige euch an sich nur das Ergebnis des Testes ihr seht einen Score von 567, was bedeutet das? Das schauen wir uns eben gleich mal an. Dieser Test zeigt, welche Codexes insgesamt umgesetzt sind und welche davon funktionsbereit sind und welche eher nicht. Zwei davon sind überhaupt nicht äh, abspielbar. 18 mal so und mal so. Zehn davon schon das sind natürlich die am meisten gebräuchlichsten codecs also keine bange ihr könnt schon videos abspielen aber ich erinnere immer daran dass also die umsetzung der implementierten codecs hier zu wünschen übrig lässt. das ist nur ein kurzer hinweis wir schauen uns einfach mal so ein paar farbtests an. In den Text-Reviews, liebe Freunde, habe ich die Messergebnisse hinterlegt, könnt ihr euch dann auch locker mal anschauen. Im Großen und Ganzen ist dieses 5 Zoll Display zwar gut ausgeleuchtet, auch einigermaßen lichtstark, aber die Blickwinkelstabilität gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ihr seht das hier vielleicht eher wenig, aber man kann es sehr gut an den schwarzen Farben sehen, die laufen ganz, ganz schnell dann auch in das Milchige über. Aber wie gesagt, nicht dramatisch. Ich hatte ja schon gesagt, es sind nur drei Sensoren funktionsbereit, welche, das schauen wir uns jetzt an. Ihr seht, es gibt jetzt den meter sensor den Annäherungssensor und den Lichtsensor. Wir haben gesehen, Lichtsensor funktioniert und auch der Annäherungssensor tut seine dienste. Ihr seht, wie ist es um die Netzwerkfeldstärke bestellt. Ihr seht also, ich habe hier eine mittelmäßige Empfindlichkeit, keine schlechte Empfindlichkeit. Ich habe aber eben auch keine exzellente Empfindlichkeit. Trotzdem an meinen unterversorgten Standort seht ihr, habe ich ausreichend Pegel und um 3G empfangen zu können. Welche Frequenzen sind umgesetzt? Ihr wisst, das ist ein LTE-Full-Handy. Schauen wir uns doch einfach mal an, welche Frequenzbänder das Ding beherrscht. Dazu haben wir jetzt den NTK Engineering Mode aufgerufen und da gibt es hier eine Einstellung, die uns mitteilt, welche Frequenzbänder implementiert sind. Schauen wir uns mal diese Mainz an. Ihr seht also, es gibt vier Frequenzbänder im TSM-Bereich, es gibt auch vier Frequenzbänder im UMTS-Bereich und der LTE-Bereich ist auch sehr toll umgesetzt. Band 1, 3, 7, das in Deutschland sehr oft benötigte Band 20 und noch ein paar andere Bänder, die hier in Deutschland eher nicht in Benutzung sind. Also. Volle LTE-Umsetzung, 4 TSM und 4 UMTS-Bänder. Ja, und was kann man damit machen? Natürlich kann man damit telefonieren und das versuchen wir jetzt einfach mal. Es liegen keine Nachrichten für Sie vor. Sobald eine neue Nachricht auf Ihrer Mailbox eingegangen ist, werden Sie über eine Kurznachricht im Display Ihres Mobiltelefons informiert. Ja, bei der Gelegenheit habt ihr gesehen, auch telefonieren kann man. Die Freisprecheinrichtung ist natürlich nicht HiFi, ganz klar, ist aber laut und deutlich, platten ein bisschen, okay, habt ihr selbst gehört. Was gibt, wenn wir schon beim Netzwerk sind, schauen wir uns doch mal um, wie geht's es dem WLAN. Da ist sozusagen bei mir hier im ersten Stock äh, ein ziemlich starker Pegel. Im Ankommen, das heißt also die beiden Stangen sind natürlich mal meine beiden Kanäle. Ich sitze im ersten Stock, der Ruder steht etwa 8 Meter unter mir, getrennt durch eine Betondecke. Aber hier kommt schon eine Menge an. Interessant ist, dass auch hier das 5 band ankommt und zwar mit einer Stärke, die auch Nutzung erlaubt. Und das ist für dieses Handy genial. Warum? Das habe ich bei vielen überhaupt nicht... Implementiert und bei denen es implementiert war bisher, bedingt durch die hohe Frequenz, ist das Signal hier minimal gewesen, also gar nicht nutzbar gewesen. Dieses Handy kann mit diesem 5 Gigahertz-Band sehr gut umgehen. Was kann man nun mit dem WLAN machen? Ist ja ganz klar, wir messen einfach mal die Geschwindigkeit. Das ist ein Versuch zu prüfen, gibt es Beeinträchtigung durch die Umsetzung des WLANs auf dem Handy, nutze ich meine volle Bandbreite aus, meine volle Geschwindigkeit aus. Ich bin hier so mit etwa 25 Megabit dabei und ihr seht, es gibt also keine wesentliche Beeinträchtigung durch die Umsetzung des WLANs auf dem Handy das ist auch eine gute Eigenschaft des Handys. Also WLAN ist exzellent umgesetzt. Das kann ich hier bestätigen. Werfen wir noch einen Blick auf die Ergebnisse. Okay, das ist eine exzellente Umsetzung. Was kann ich mit dem WLAN machen? Natürlich kann ich da auch im Netz serven. Ich habe euch auch etwas vorbereitet. Und wie es der Zufall will, bin ich hier im Android Hilfe Bereich angekommen, nicht etwa um euch jetzt diesen Artikel nahezubringen. Nein, ich möchte jetzt auch euch zeigen, dass ich mit diesem Handy auch gut YouTube-Videos abspielen kann. Das seht ihr auch, die Verständlichkeit ist so schlecht nicht. Ja, das schauen wir uns natürlich nicht zu Ende an, da ist die Zeit zu knapp. Also, gutes WLAN, praktische Nutzung. Diese 3D-Benchmark-Tests, in den gehe ich jetzt gar nicht. Warum gehe ich da nicht rein? Weil dieses Handy hat nicht den Fokus auf Spiele, deshalb zeige ich auch diesen Test nicht. Ich hatte ja gesagt, man kann da Anwendungen rufen. Was machen wir jetzt einfach nochmal zum Schluss? Wir rufen mal eine Anwendung. Hoppla. Was kommt da? Die Kamera. So, wollen wir mal sehen, ob wir da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und die Kamera kann natürlich auch fokussieren. Und die Kamera kann auch, auch Aufnahmen machen. Und die Aufnahmen kann man auch aufrufen. Und man kann auch reinzoomen. Alles ganz normale Technik. Die Qualität der Kamera be könnte beurteilen. Ich hänge an das Video noch ein paar kleine Fotos dran und da könnt ihr selber sehen, ob euch diese Fotos ausreichend gefallen oder eben nicht. Interessant sind immer noch die Einstellungen der Kamera. Ihr seht, man kann den Bildern natürlich auch die GPS-Standortinformationen mitgeben. Man hat verschiedene Stabilisatoren, verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Das ist aber auch Standard. Schauen wir uns nochmal an welche Auflösungen uns zur Verfügung stehen. Hier seht ihr seht, da ist das Ding jetzt auf 13 Megapixel eingestellt. Das sind natürlich interpolierte 13 Megapixel. Besser ist, man wählt die 8 Megapixel Standardgröße. Dann habt ihr auch die Garantie dafür, dass euch die Interpolation keine Streiche spielt. Ich fasse einfach mal zusammen. Dieses Handy richtet sich im Wesentlichen an praktische Nutzer. Mit einem sehr leistungsfähigen Akku von 4000 mAh kommt ihr sehr weit mit diesem Handy. Das Display ist ausreichend hell. Die HD-Auflösung ist für 5 Zoll ausreichend. Besonderheit ist bei diesem Handy die geschützte Oberfläche. Ihr müsst also keine Folie aufziehen. Der Hersteller verspricht oder bei dieser 2D-Beschichtung eine sehr kratzfeste und stoßfeste Oberfläche. Ich habe das natürlich hier nicht mit dem Schlüssel getestet. Dafür ist mir das Handy ehrlich gesagt ein, bei einem Test eher zu schade. Der Launcher arbeitet gut, alle Standardanwendungen sind bereit. Es gibt also kein Bottleneck. Ich kann also auch das Handy durch Double Touch erwecken. Mango sind die nicht beleuchteten touch keys an die man sich eventuell gewöhnen kann aber was ich schmerzlich vermisse ist eben das fehlen einer notifikations led das ist eigentlich das größte mango von dem ding das muss man wissen wenn man es kauft liebe freunde das war's im großen und ganzen für das geld und für gewisse leute die nicht spielen ist es schon ein praktisches robustes und gutes handy danke für eure aufmerksamkeit